Ja, herzlich willkommen zur virtuellen Pressekonferenz nach dem Heimspiel Holstein Kiel gegen Hansa Rostock vor 9.240 Zuschauern. Die Partie endete mit einem 2:0-Sieg für Hansa Rostock. Ich begrüße Rostocks Trainer Jens Hertel und unseren Interimscoach Dirk Bremser. Herzlich willkommen. Wie immer hat der Gast das erste Wort. Herr Hertel, bitte. Ja, also ich glaube, heute hat sich mal ein paar Sachen für uns gedreht. Also ich glaube, wir sind der glückliche Sieger gegen eine spielerisch sehr starke Mannschaft, wo wir nicht so viel Zugriff bekommen haben aufs Spiel. Gerade wenn wir mal ganz vorn attackieren wollten, haben sie eigentlich immer Lösungen gefunden, sich rauszuspielen. Es war dann halt eher ein tiefes Stehen. Das haben wir über weite Phasen recht ordentlich gemacht. Also wir haben es eigentlich geschafft, die Tiefe immer ganz gut zu verteidigen. Aber die Breite hast du dann halt nicht geschafft. Und da hatte Holstein schon noch immer mal Möglichkeiten. Ich glaube, ganz zum Anfang war auch eine größere. Und dann haben wir uns ein bisschen reingebissen, dann haben sie ein paar Fehler gemacht. Dann hatten wir halt den Standard und dann haben wir diesmal zugeschlagen und sind dann in Führung gegangen. Das hat man eben gesehen, dass uns das ein Stück weit Sicherheit gegeben hat. Wir hatten dann, glaube ich, ein paar Phasen, wo wir dann mehr am Ball hatten. Und aus einer guten, richtig guten Situation, die wir da gespielt haben, machen wir dann direkt das 2:0. Und das hilft dann natürlich. Dann kommt Glück dazu, dass der Gegner dann halt hier und da eine hektische Entscheidung trifft, auch vorm Tor, und das Tor nicht macht. Und das, so kann man dann eigentlich das ganze Spiel in der zweiten Halbzeit. Wir haben versucht, fleißig zu verteidigen, alles wegzunehmen. Und Holstein ist angelaufen und wir haben versucht, dann halt die Räume, die dann vielleicht da sind, im Konter zu nutzen. Da haben wir nicht so viele gehabt. Das haben sie in ihrer Restverteidigung gut hingekriegt. Aber so ganz, ganz, ganz viele Chancen haben wir eben doch nicht zugelassen. Natürlich hatten sie mit dem Pfostenschuss, mit dem Ball, den wir von der Linie klären, immer mal ein paar Möglichkeiten. Aber es war jetzt kein Chancenfestival, wo man sagen kann, wir sind jetzt nur getaumelt. Deswegen, aufgrund auch der letzten Spiele, wo wir halt die dominierende Mannschaft waren und die Chancen liegen gelassen haben, war es heute andersrum. Und deswegen müssen wir uns auch nicht für diesen Sieg entschuldigen und nehmen den natürlich gerne mit, weil diese 3 Punkte sind für uns extrem wichtig. Und Holstein wird seine Punkte holen. Das ist eine gute Mannschaft, da mache ich mir mal gar keine Sorgen. Viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Kommen wir zu unserem Coach. Dirk, dein Statement bitte. Ja, erstmal Hansa Rostock und dir, Jens, Glückwunsch zu diesem Sieg. Für uns ein sehr bitterer Nachmittag, muss man sagen. Jens hat das treffend analysiert. Wir hätten schon in der ersten Minute in Führung gehen können. Denke ich, das Spiel komplett im Griff, hatten immer Lösungen, wenn Rostock uns hoch angelaufen hat. Und ich glaube, über 70% Ballbesitz. Wir hatten die komplette Spielkontrolle, wir hatten eine gute Restverteidigung. Und bis zum 0-1 hat Rostock, wie gesagt, keine Torchance gehabt. Was man bei uns sagen muss, wir haben aber auch nicht die Lösung gefunden, dass wir uns richtig gut durchgespielt haben vor das Rostocker Tor. Und ja, dann kam der Standard, kurz danach das 0-2. Das war schon ein Stück weit ein Schock für die Mannschaft. Und letztendlich muss man sagen, zweite Halbzeit haben wir alles probiert. Auch die letzten 10 Minuten nochmal ins 4-4-2 gegangen mit 2 Stürmern. Und ja, wie Jens gerade auch angesprochen hat, die eine oder andere Situation haben uns dann doch rausgespielt. Wären in der 60. Minute mit dem Innenpfostenball zurück im Spiel gewesen, dann noch einen Ball auf der Linie geklärt, dann die eine oder andere Situation vielleicht nicht gut ausgespielt, den letzten Pass nicht gut gespielt, beziehungsweise das, was wir dann hatten, nicht konsequent abgeschlossen, sodass Rostock wirklich sehr, sehr gut verteidigt hat und wir letzten Endes auch ein Stück weit nicht den Glauben und die Überzeugung heute hatten, das Spiel noch zu drehen. Letztendlich ist es so ein bitterer Nachmittag für uns und das müssen wir für den Moment jetzt annehmen und akzeptieren, aber die Mannschaft ist schon ein Stück weit niedergeschlagen. Letztendlich muss ich mir vielleicht auch ein bisschen ankreiden, dass ich der Mannschaft nicht genügend Lösungen für das letzte Drittel gegeben habe und ja, ist wie gesagt ein bitterer Nachmittag, aber es geht weiter. Danke dir, Dirk. Dann kommen wir zu den Fragen der Presse. Wir starten mit Andreas Geidel, bitte. Wir hören dich nicht, Andreas. Ja, jetzt vielleicht. Ja. Gut. Hallo Dirk, du hast es angesprochen, bitterer Nachmittag. Das war ja sehr offensichtlich. Hast du eine Erklärung? Ist das fehlende Spielglück einfach, dass der Ball dann in diesem Moment dann nicht über die Linie geht oder dass der letzte Pass vielleicht nicht so ankommt, wie er hofft? Oder ist das einfach ein Zusammenspiel dieses Nachmittags, dass es ihm einfach nicht klappen wollte?
Ja, das ist ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Ich glaube, die Mannschaft hat schon mit dem Selbstvertrauen aus dem Paderborn-Spiel auch agiert, die ersten 30 Minuten. Und dann ist es halt, wie schon so oft in dieser Saison, dass wir einfach zu einfache Gegentore bekommen. Und letztendlich hat Hansa dann eine gute Verteidigung für diesen Sieg hier gereicht. Und bei uns war es halt so, wie ich gerade schon angesprochen habe. Ich denke schon, dass am Anfang der Glaube und die Überzeugung da waren. Und auch mit dem 1:0 wäre sie sicher noch da gewesen, aber mit dem 2:0, das war schon für einen kurzen Moment ein kleiner Schock. Nichtsdestotrotz haben wir uns ja in der Halbzeit nochmal gesammelt, weiter immer wieder nach vorne gespielt, Lösungen gehabt und wie du gerade auch schon gesagt hast, die eine oder andere Möglichkeit. Und dann ist das so, jedes Spiel hat so seine Geschichten, hätte, wenn und aber. Wenn der Ball reingeht, dann wird es vielleicht nochmal anders. Letzten Endes muss man sagen, wir haben es heute nicht geschafft und das müssen wir uns ankreiden. Und ja, das ist sowieso klar, manchmal hat man Spiele, wo man nicht so viele Torchancen hat. Da ist ja auch nicht so einfach, gegen eine tiefstehende Mannschaft sich da auch Torchancen zu kreieren. Aber wenn man sie dann hat, muss man sie nutzen. Ansonsten wie heute, wenn man dann zweimal nicht so gut nach hinten verteidigt, geht man als Verlierer vom Platz. Ja, die nächste Frage dann von Björn Glock, bitte. Ja, hallo Dirk. Hallo. Erstmal hallo in die Runde, auch sonst. Ja, also du hast es angesprochen, Andreas Geidl hat es gerade eben angesprochen. Das ist ja so ein roter Faden diese Saison. Das haben sie aber auch nicht richtig geschafft, ihn sozusagen auszutreiben, eben diese Defensivschwäche. Woran machst du das fest, also gerade nach Standards, dass er eigentlich gut in der Partie sei? Das ist ja nicht das erste Mal und trotzdem am Ende ein, zwei Fehler dann schon ausreichen, um so ein Spiel kippen zu lassen? Ja, es ist immer so, Fußball, viele Tore fallen aufgrund von Fehlern oder wenn eine Mannschaft das nicht so gut macht. Das ist bei uns so. Jetzt hatten wir mehrere Spiele, wo wir Standards gut verteidigt haben. Heute hat es uns mal wieder erwischt. Da werden wir immer wieder Lösungen suchen. Die hatten wir die letzten Spiele. Heute, wie gesagt, ist der Ball dann reingegangen. Das bringt dich dann ein Stück weit unter Druck. Und ja, diese konsequente Verteidigung, und ich sage ja gerade, Jens hat es auch gesagt, die Restverteidigung, die war grundsätzlich heute gut. Wir haben gar nichts mehr zugelassen sonst, aber wir mussten halt den Rückstand hinterherlaufen. Und ja, letztendlich, manchmal sind es individuelle Dinge, dann halt auch mal ein Stück weit, wo du auch Pech hast. Aber das ist natürlich sicherlich eine Sache, wo wir weiterhin intensiv dran arbeiten müssen, dass wir einfach noch konsequenter verteidigen und solche Situationen einfach nicht zu häufig zulassen. Ja, dann gehen wir weiter zu Lukas Sixtus. Ja, moin Herr Bremser. Es war schon des Öfteren in der Saison zu erkennen, dass nach Rückständen die Köpfe runtergingen und dann noch ein zweites Gegentor folgte. Ist das auch ein psychologisches Problem und wie geht man das an? Ja, ich glaube, wir haben in der letzten Woche sehr wohl Lösungen da gehabt, auch von der Psyche her. Ich glaube, die Mannschaft ist letzte Woche sehr, sehr stabil aufgetreten in Paderborn, hat wirklich viele Eigenschaften, viele Werte auf den Platz gebracht, wie Glaube, Überzeugung, Mut und auch Vertrauen. Und letztendlich war es heute auch so in der Halbzeit in der Kabine, dass die Mannschaft wirklich noch dran geglaubt hat. Und dann ist es halt so, dann wäre es natürlich schön, wenn so ein Ball dann reingeht, dann ist die Körpersprache wahrscheinlich noch eine dominantere, noch eine klarere. Aber ja, sicherlich, wir haben jetzt schon mehrere Spiele gehabt und zu Hause, wo wir in Rückstand geraten sind, wo wir auch mit 2:0 in Rückstand geraten sind. Und das zerrt natürlich irgendwann an einer Mannschaft. Nichtsdestotrotz werden wir immer wieder Lösungen finden, dass wir da auch stabil bleiben, dass wir da auch bei uns bleiben. Und ich glaube nochmal, das haben wir in der letzten Woche gezeigt und auch in den Spielen davor, haben wir es deutlich unter Beweis gestellt und letztendlich geht es da immer wieder an Kleinigkeiten zu arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass die Mannschaft ein mentales Problem hat. Ja, die nächste Frage kommt dann bitte von Marco Nehmer. Ja, moin in die Runde. Hallo Herr Bremser. Sie hatten vor dem Spiel gesagt, Sie würden natürlich gerne dem Nachfolger ein Antrittsgeschenk machen. Das ist nun nicht gelungen. Mittlerweile kennen wir ja auch den Namen Marcel Rapp. Hatten Sie bereits Kontakt zu ihm und was für eine Mannschaft können Sie ihm jetzt nach diesem Spiel übergeben? Ja, ich hatte schon Kontakt mit ihm, habe zweimal mit ihm telefoniert auch und
Ja, letzten Endes ist es erstmal so, dass wir uns freuen, dass wir Marcel für uns gewinnen konnten. Und wir werden ihn mit offenen Armen empfangen und auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, dass wir da auch ein sehr gutes Team bilden werden. Und ich habe ihm auch schon gesagt, dass er eine absolut intakte Mannschaft übernimmt mit einem absolut gut geführten Verein, wo wir auch noch viel entwickeln können, gemeinsam auch entwickeln können. Und ja, die Mannschaft, die hat eine gute Mentalität, die Mannschaft hat einen guten Charakter und da wird er sehr viel Freude mit haben. Und dann geht es ab morgen bzw. übermorgen daran, die Mannschaft dann auf die nächsten Aufgaben in Ingolstadt einzustellen. Natürlich, wenn ein neuer Trainer kommt, das ist ein Stück weit immer Veränderung. Da gibt es neue Impulse, da gibt es neue Einflüsse. Und sicherlich werden wir da sehr, sehr gute Wege finden, um dann im nächsten Spiel gewappnet zu sein, dass wir den nächsten Dreier dann in Ingolstadt holen. Ja, dann die nächste Frage, Oliver Kramer. Ja, ich hoffe, man hört mich. Ja. Frage an Herrn Hertel. Hertel, vielleicht noch mal was zu der für uns überraschenden Startelf-Chance jetzt für Rich Munsi. Was hat Sie dann doch bewogen, ihn zu bringen? Und wie schätzen Sie seine Leistungen? Er hat ja, glaube ich, erste Halbzeit ein paar Standschwierigkeiten unter anderem auch gehabt. Und vielleicht anschließend daran, Streli Mamba stand gar nicht im Kader. Ja, also erstmal zu Rich. Ja, wir wollten dann schon noch Tempo auf den Platz bringen. Das war uns wichtig. Es gab natürlich auch ein paar andere Optionen, aber wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir dazu kommt es noch, dass wir halt gegen Neumann noch dann einen relativ robusten Stürmer stellen wollten und konnten, dass wir halt seinen Vorwärtsdrang auch ein Stück weit bremsen, dass er auch ein Stück weit aufpassen muss, dass er halt nicht zu offensiv wird und einfach auch gut verteidigen muss. Ja, also für die Standprobleme hat er die falschen Schuhe an. Das kostet dann 100 Euro, wenn er dann wegrutscht. Die würde er zahlen müssen in die Mannschaftskasse. Und da wird sein, ich hoffe, er lernt draus, weil gerade wenn du so ein explosiver Stürmer bist, dann ist es, glaube ich, immer besser auf so einem Platz wie hier dann halt mit Stollenschuhen zu spielen, um dann ein bisschen einen besseren Grip zu haben. Und ja, die Leistung, das ist nicht seine Wunschposition. Man hat dann gesehen, wo John dann raus ist und er ins Zentrum rücken konnte, dass er da sich deutlich wohler fühlt. Aber er hat dann auch für die Mannschaft dann sich dann aufgeopfert, hat die Wege zurück mitgemacht, auch wenn das auch nicht seine Paradedisziplin ist. Aber da war er dann schon auch fleißig und deswegen hat er einen ordentlichen Auftritt hingelegt. Ja, Streli war ja krank, hat dann letzte Woche so ein bisschen mit dem Athletiktrainer trainiert und dann war es mir in dieser Woche einfach auch ein Stück weit zu wenig. Also kann das jetzt daran liegen, dass er dann physisch noch nicht so auf dem Level war und dann kannst du halt auch nicht mitfahren. So ist es dann. Ja, nächste Frage, Sebastian Lindner, bitte. Jetzt, Herr Hertel, der große Unterschied heute zum letzten Spiel, war das am Ende einfach auch nur ein bisschen die Chancenauswertung oder sehen Sie da mehr? Ja, wir hatten vorher schon mit Munsi, hat er schon noch einen Ball gehabt, den Volleyball, den er drüber schießt. Aber wir sind dann halt mit der ersten richtigen Möglichkeit dann halt in Führung gegangen. Das haben wir ja die letzten Spiele nicht geschafft, da haben wir Riesenchancen liegen lassen. Und haben dann selber das Gegentor bekommen und mussten dann hinterher rennen. Und dann ist es uns so gegangen wie Kiel heute. Und dann kriegst du noch ein zweites. Und heute haben wir das zweite nachgelegt. Und am Ende hatten wir dann auch noch Möglichkeiten, letzte Woche gegen Schalke, wo wir dann halt das Tor nicht getroffen haben oder der Elfmeter nicht gegeben wird. Und so ist es dann. Und heute hat sich das ein Stück weit mal gedreht. Wir sind dran geblieben, waren fleißig diese Woche. Und da wirst du dann halt auch mal belohnt, dass das Momentum dann auch mal auf deine Seite springt. Das wird nicht immer so funktionieren wie heute, aber für heute war es gut und auch wichtig, dass wir endlich auch wieder in Dreier landen und unser Punktekonto ein bisschen aufgebessert haben jetzt. Ja, Nachfrage von Andreas Geidel. Dirk, ist wahrscheinlich eine rhetorische Frage. Wird sich durch die Ankunft von Marcel Rapp irgendetwas personell im Trainerstaff ändern? Nein, das ist nicht angedacht. Gut, dann kurz und knackig auch die Nachfrage. Gibt es noch was zu sagen, zu fragen? Dann bitte ich um das virtuelle Handzeichen.
Das scheint nicht der Fall zu sein. Wunderbar, dann geht es für Holstein Kiel am Samstag, den 16. Oktober, nach der Länderspielpause auswärts gegen Ingolstadt, wie schon angesprochen, weiter. Anschluss ist um 13.30 Uhr. Rostock empfängt am Sonntag, den 17. Oktober, Sandhausen. Anschluss ist hier ebenfalls um 13.30 Uhr. Danke für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Wir wünschen unseren Gästen eine gute und zum Glück ja kurze Heimfahrt